Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening mit eurem Brocken. Ja, heute haben wir ja das erste Weekly Chest Opening zu der Season 4. Das heißt hier unser Gegenstand, den wir heute looten können, ist Minimum 460, weil wir letzte Woche ja einen 9er Key abgeschlossen haben. Nun wollen wir da jetzt aber auch mal einen Blick reinwerfen und gucken, ob die erste Weekly Chest dieser Season sich gelohnt hat oder nicht. Okay, Schuhe. Schlüsselstein haben wir hier bekommen. Einen 8er Tiefenpfuhl. Das ist jetzt nicht so tragisch, ne? Aber ich bin ja eher auf die Schuhe gespannt. Die sollten ja 460 sein. Hier haben wir 440. Ah, ne, und. Okay, da ist sogar was von dem Dings drauf. Anlegen. Angriffe von Schleim und Schleimkreaturen im Mechagon haben eine Chance von 10%, euch 50% weniger Schaden zuzufügen. Gut, da ist jetzt drauf Vielseitigkeit und Mastery. Hier ist einfach drauf Crit und Tempo. Da haben wir sogar 460er Schuhe für diese Season sozusagen gezogen, die sich hier einfach gar nicht lohnen. Also diese 460er Schuhe, die wir jetzt hier gerade draus gezogen haben, sind absoluter Crap, Leute. Ne? Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr tragisch. Ne? Also wir haben jetzt hier 460er Schuhe gezogen, mit Verderbnis drauf, ja, dass sie uns ein bisschen weniger Schaden zufügen, ist als Tank vielleicht ganz cool, so, aber da sind halt einfach Vielseitigkeit und Mastery einfach zwei Werte drauf, die wir jetzt nicht direkt brauchen mehr, ne, also Vielseitigkeit brauchen wir sowieso nicht, Mastery habe ich eigentlich genug, klar, würde ich gerne mehr nehmen, wenn das jetzt 156 Crit wären, dann wären die Schuhe einfach Bombe, so, werden die Schuhe am Ende des Tages, ja, beim Zerschredderer wieder landen und sind meiner Meinung nach einfach Müll. Ich hoffe auf jeden Fall, Leute, ihr hattet wieder guten Loot in eurer Weekly Chest. Und ja, schreibt sie doch mal in die Kommentare, wie war euer Loot? Hattet ihr guten Loot? Hattet ihr schlechten Loot? Ist es vielleicht geprockt? Oder hattet ihr, ja, irgendwas Gutes drin? Ich hoffe zumindest, dass ihr guten Loot hattet. Nicht so wie ich jetzt ersten Tag in der neuen Season sozusagen jetzt hier die erste Kiste aufgemacht und man bekommt gleich schon wieder Schrott. Ne, so fängt das Ganze natürlich sehr gut an und macht natürlich auch dementsprechend eine Menge Spaß, wenn das so scheiße läuft. Nein, wie gesagt, kann halt passieren, ist halt leider so. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet alle guten Loot. Und wenn das Weekly Chest Video euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus. Euer Brocken.